So Leute, willkommen zum 10x85 Gepäck, wo wir immer Show ausschicken, wisst ihr, das nice Design, so orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr, unterstützt mich wie immer, ihr wisst es ja. Und ihr habt doppeltes Packlack, wenn ihr die nice Designs anhabt, also gönnt euch wie immer, Link ist oben in der Beschreibung, danke für euren Support. Schreibt rein, was in eurem 10x85 Gepäck war, Abo, Glocke aktivieren, täglich einschalten, ihr wisst es doch, Team of the Season, let's go, come on, Ronaldo, Messi, irgendwie sowas, Neymar, nämlich auch, ZDM, okay, 94er Casemiro geht auch klar. Will ich mich nicht beschweren. Beschweren kann man sich eher weniger. Casemiro 94. Ist gut. Geht wirklich klar. Von daher nehmen wir gerne mit. Wir gucken, was noch dahinter ist. Können vielleicht noch Pirated Tots dahinter sein. Nicht wirklich. Ah, na was noch. Okay, Ginter in Form. Sehr nice. Testegen auch noch. Insgesamt 7 Walkouts aus 10. Ja, stabiles Pack. Navas bauen wir noch in der SBC ein. So, Leute, wir starten. 10x85er Pack. Check den Shop aus. Nice Designs. Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Wie immer unterstützt ihr mich mit dem Kauf. Und ihr habt wie immer doppeltes Packlack, wenn ihr die Nice Designs habt. Also gönnt euch. Link ist oben in der Beschreibung. Schreibt wie immer auch gerne rein, was in eurem 10x85er Pack drinnen war. Ab in die Kommentare. Lasst ein Like da. Abo, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ab geht's. Let's go! Team of the Season, wie immer, einmal bislang kein Tots gehabt, Digga. Absolut katastrophal, Digga. Das, wie konnte das eigentlich sein? Ich verstehe es bis heute nicht. Portugal! Oh, okay, wenigstens den guten von beiden. Nicht Jose Fonte, sondern Ruben Dias, 94. Fonte wäre 93 gewesen. Ah, oh, Bruder, ich will Ronaldo. Ich will diesen Ronaldo, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht so schwer sein. Fonte auch noch drin, Alter. Das gibt's doch nicht. Aber okay, ist noch ein Inform. Nice. 9 Walkouts von 10. Sehr, sehr Baba. Alles im Fein. Kann man machen, Digga. Ludeiro ist... Leute, zwei seltene Spieler. 85 plus oder höher. Letzte Zeit waren die Packs echt lost. Wir gucken mal. Lasst gerne Like da, Leute. Lasst gerne Abonnieren. Wenn ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einstellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, Leute. Schreibt immer gerne in die Kommentare, was euer bester Spieler war, den ihr in FIFA 21 gezogen habt. Gönnt euch noch gerne die Nice Designs in meinem Shop. Link ist unten in der Beschreibung. Nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel als T-Shirt und vieles mehr. Gerne abchecken, ihr unterstützt mich, ihr wisst es. Und ihr habt doppeltes Packlack. Wenn ihr ein nice Hoodie anhabt, zieht ihr direkt die besten Spieler. Cristiano Ronaldo, Messi und Co. Ich zeige euch direkt wie. Let's go. Come on. Gönn wenigstens, mach kein Auge. Italien ist schon immer Katastrophe. Digga, immer die Chiellini, Alter. Ey, Mann, diese... Ich frage mich gerade die ganze Zeit, warum habe ich diese Packs gemacht? Ey, ohne Scheiß. Ja, immerhin Chiellini. Verratti wäre noch schwächer gewesen. Verratti 86, Chiellini immerhin 87. Boah, Diggi, ey. Ich weiß nicht, ey. Diese Packs, ne, die enttäuschen mich wirklich von Mal zu Mal mehr. Also ich glaube, wenn es nochmal... Also ich muss sagen, die 5x85er haben mich schon enttäuscht. Diese 2x85er ist ja komplett lost. Ich glaube, die mache ich auch nicht nochmal, ey. Ohne Witz. Die mache ich, glaube ich, auch nicht nochmal. Ist eh noch 1,85er, weil 1,85er ist ja schon immer safe. Ja, das ist wirklich... Du hast eigentlich nur eine Chance über einen guten Spieler, weil der andere ist wirklich zu 99% in 85. So, Premium Gold Pack. Ab geht's. Ab geht's. Schauen wir mal. Danach Prime Gaming Pack. Oh, Digga, für so ein Pack ist das nicht schlecht. Egal, was hier kommt. Boah, Gott, Cavachal, Digga. 86er Cavachal, nehmen wir sowas von mit in so einem Pack. Richtig nice. Wenn man da Walkout zieht, Chalk Güzel, Alter. Saftige Geschichte, also voll und ganz zufrieden. Raul Garcia auch noch am Start. Und jetzt kommt eigentlich das eigentliche gute Pack. Das eigentlich gute Pack kommt jetzt. Let's go, Digga. Gerade eben zweimal eigentlich hintereinander. Eigentlich. Bruder, das war's. Oh, come on, Digga. Egal. Ist schlimm. Grealish 80er. Ihr wisst es. Prime Pick ist noch dabei. Das ist eh mal besser hier. Zack. Komm, jetzt was gönnen, bitte. Come on. Ah, Gulasch ist in Ordnung. So, Prime Gaming Pack, Leute. Ab geht die Post. Sehr, sehr saftige Packs sogar, um genau zu sein. Aber mal abwarten, ne? Ja gut. Okay, Payet 82, ey, ist okay. Ist in Ordnung. Das Gute von dem Pack ist wie immer das hier. Und zwar der Player Pick. Ja, gut, ist okay, Alter. 85er Rodri nehmen wir mal mit. War jetzt nicht mega gut, aber auch nicht mega schlecht. So ist es mittelmäßig gewesen. Ist okay, geht besser. Vielleicht wird das besser. Ich bin trotzdem
mit den Prime Gaming Packs eigentlich immer zufrieden gewesen. Das ist immer, warum, Alter? Wenigstens Salvio 81, nicht mal Salvio, Digga, Rojo 75, aber können noch höhere Goldkarten hinter sein, weil es eine Special Card ist. Oh, Fernandinho. Okay, 84er Fernandinho geht sogar klar. Gucken wir mal, was noch drin ist. Thiago Silva. Wieder nur ein 85er, aber für SBCs. Leute, Martinez. Martinez am Start. Was hat denn bei seinen Zähnen, Alter? Haare pink. Zähne irgendwie auch pink gefärbt. Juckt ihn gar nicht. Juckt ihn gar nicht. Gerade Vorschau-Packs aufgemacht. Martinez. Hab die Aufnahme mal schnell gestartet. Das Ding ist, ich war kurz im Überlegen, Alter. Lohnt sich das überhaupt? Das Ding ist jetzt 50k wert, Alter. Es ist ein 100k-Pack, der kostet 50k. Er kostet eiskalt 50k, Digga. Es lohnt sich eigentlich gar nicht. Vielleicht ist noch einer drin. Dann lohnt sich das Pack zu holen. Sonst lohnt sich das nicht, muss man ehrlich sagen. Sonst, ach, Kacke, Alter. Das lohnt sich halt gar nicht. Aber immerhin, der hat eigentlich eine stabile Karte, ne? Kann man schon nichts gegen sagen, Alter. Die Karte ist stabil. Ist Venezuelaner, Alter. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch kaum Ratings abbekommen. Also von daher, boah, naja, aber egal. Ich zeige euch, denke ich, trotzdem. Ist ein Zeichen auf dem Team auch Dia, würde ich sagen. Ist ein Zeichen. Kann ein Zeichen sein. Kann aber auch kurios sein. Okay, Nase ist Packlachs, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Brudi, bitte. Ist geöffnet? Digi, was los? Hallo? Digga! Meine Nase hat es nicht hinbekommen, das Pack zu öffnen. Egal, los geht's. Es wird nichts Blaues. Scheiße gelaufen. Och Mann, Digi. Was ist das denn? Brasilien, Neymar. Come on, ZTM. Real Madrid, Casemiro, Mann. Oh, Brudi, was hat der? 88? Ne, 89 sogar. Oh. Wäre es wenigstens Neymar gewesen, Alter. Argentinien-Trikot hat nicht viel gebracht, Leute. Argentinien-Trikot hat nicht viel gebracht. Digga, der hat 89 Casemiro, Alter. Heftig, ey. Och Mann, ey, das ist bitter, ey. Das ist wirklich bitter, ey. Digga, was hat der? Seine Augen full weit aufgerissen. 65 Tempo, Alter. Scheiße, die waren da. Oh Mann, ey, das ist so bitter, ne? Wenn es Neymar gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, Digga. Okay. Okay, kann man machen, Digga. Kann man machen. Aber nicht Casemiro, Digga. Nicht Casemiro. Das einzig Gute, der ist high-rated und dementsprechend kann da auch noch was hinter sein. Ja, das ist das einzig Gute. Ja, aber sonst. Digi. Egal, wir schauen mal, was noch dahinter ist. Wenn noch drei Walkouts. Ja, sagen wir mal, ja, da müssen mindestens drei Walkouts dahinter sein. Dann kann man das Pack noch halbwegs rechtfertigen, dass es okay war. Wenn da jetzt nur ein Walkout hinter ist, dann war es komplett. Dann war es eigentlich, dann war es broke. Ja, also. Zwei Walkouts nehme ich mit, also insgesamt drei da mit Casemiro, ne? Wenn jetzt da noch zwei drin sind, ist okay. Wenn da nur einer drin sind, Säger. Aber Kacke. Okay. Drei, zwei, eins. Let's go. Bitte, gönn was. Come on. Wenigstens noch zwei. Kappe halb abgezogen dabei. Oh, Kanté ist noch drin. Digi. Kanté, Sergio Busquets und David Silva, Digga. Let's go. Let's go, Digga. Pietro Lombardi stellt hier die Kappe gerade auf. So, Casemiro und Kanté kann man machen, Digga. Und, Digga, was ist das für ein ZDM-Pack? Brudi, das sind, glaube ich, die drei besten ZDMs von normalen Goldspielern, die man ziehen kann. Aber ich mag das nicht, wenn die Packs einfach nur so sind. Meine Fresse, Digga, warum sind die nicht mal ein bisschen bunter? Fünf normale Goldspiele, fünf seltene Goldspiele, das ist doch Kacke, Alter. Absolutes ZDM-Pack. Stand drauf. 5x85 plus, in Klammern nur ZDMs. Was soll die Kacke? Digga, ein ZOM noch dabei, David Silva, aber vier Walkouts ist okay. Vier Walkouts ist okay. Dann noch Lukaku, Digga. Weiß gar nicht, was er hier macht. Zwischen den ganzen Walkouts. Okay, David Silva, Digga. Der war mal auf 89, der war mal auf 90 sogar, glaube ich. Jetzt auf 86 leider nur noch. Aber